Heute möchte ich euch kompakt, aber detailliert zeigen, wie ich ein Desktop-ATX-PC-Gehäuse zusammenbaue. Es handelt sich im Folgenden um eine Universalanleitung, denn da es sehr viele verschiedene Hersteller, Marken und Varianten der Bauteile gibt und diese sich auch ständig ändern, werde ich nicht auf bestimmte Performance und Leistungen eingehen, sondern einen Grundaufbau zeigen, der auf nahezu alle PCs anwendbar ist. Die von mir gezeigte Reihenfolge des Zusammenbaus der einzelnen Komponenten hat sich für mich bewährt. Es kommt mir dabei nicht auf ein möglichst schnelles Zusammenbauen an, sondern ich möchte jeden Schritt genau durchführen und zeigen. Andere Vorgehensweisen sind aber genauso möglich. Die von mir verwendeten Komponenten sind teilweise gebraucht, teilweise neu. Gerade Bauteile wie Gehäuse, Netzteile oder Festplatten versuche ich, wenn möglich, wieder zu verwenden. Die spart nicht nur Geld, sondern schont auch die begrenzten Ressourcen unseres Planeten. Ich habe hier dieses gebrauchte PC-Gehäuse, was ich verwenden möchte. Also muss erstmal der ganze alte Kram raus. Es handelt sich um ein Standardgehäuse mit zwei Front-USB-Anschlüssen. Nachdem das Gehäuse gesäubert ist, baue ich zuerst das Netzteil ein, welches alle Bauteile später mit Strom und der richtigen Spannung versorgen soll. Ich habe zwei gebrauchte Standardnetzteile und werde das stärkere von beiden einbauen. Hier richte ich mich nach dem auf dem Gehäuse angegebenen Power-Output. Außerdem ist es wichtig, dass das Netzteil die richtigen Stecker besitzt. Ich benötige einen ATX-Stecker für das Mainboard mit 20 oder 24 Pins, die Prozessorstromversorgung mit 4 oder 8 Pins und ein SATA-Stromkabel für die Festplatte. Da ich eine einfache Grafikkarte verbauen werde, benötige ich keine extra Stromversorgung für die Grafikkarte. Das Netzteil wird in dem Bereich mit der großen Öffnung, meistens an der Rückseite des Gehäuses, eingesetzt und mit vier Gehäuseschrauben fixiert. Wichtig ist, dass der Lüfter sowie die Gitter nicht gegen die Gehäusewand zeigen, denn hier muss später ein Luftstrom fließen, um die Kühlung sicherzustellen. Da das Mainboard die Basis der übrigen Komponenten darstellt, muss für die Wahl des Mainboards das gesamte System betrachtet werden. Das Mainboard verbindet alle anderen Bauteile miteinander. Möchte man bestimmte Features an dem neuen PC nutzen, wie beispielsweise einen schnellen USB 3-Anschluss, so muss das Mainboard dafür geeignet sein und diese Funktion unterstützen. Hat ein Mainboard diese Funktion nicht, dann kann auch ein schneller Prozessor oder RAM-Speicher daran nichts ändern. Das Mainboard darf beim Einbau die Rückwand des Gehäuses nicht berühren, daher sind Abstandshalter zu verbauen. Zuerst schraube ich die Abstandshalter des Mainboards in die gekennzeichneten Bohrungen im Mainboard-Schlitten. Das geht zunächst mit der Hand und damit sie gut sitzen, nehme ich einen 5 mm Steckschlüssel. Eine Übersicht mit den unterschiedlichen Anordnungen findet sich entweder im Handbuch des Gehäuses oder aber direkt auf dem Mainboard-Schlitten. Meistens kann man die Abstandshalter auch gut nach den Löchern des Mainboards anordnen. Als nächstes setzen wir die Blende der rückseitigen Mainboard-Anschlüsse in die Rückwand des Gehäuses. Diese Blende wird mit dem Mainboard mitgeliefert. Dann drücken wir das Blech von der Innenseite in die dafür vorgesehene Aussparung, bis es einrastet. Die Ausrichtung muss den Anschlüssen auf dem Mainboard entsprechen. Anschließend senken wir das Board vorsichtig in das Gehäuse ab, sodass die Anschlüsse durch die entsprechenden Aussparungen in der Blende gleiten. Gleichzeitig müssen sich dann die Schraubenlöcher im Mainboard über die Abstandshalter legen. Die Platine dabei ein wenig anheben, damit die bereits installierten Abstandshalter das Mainboard nicht beschädigen. Dieser Schritt ist manchmal etwas fummelig, mit etwas Geduld aber kein Problem. Wie immer sollte man auch hier keine Gewalt ausüben. Schraubt anschließend das Mainboard an allen Abstandshaltern mit dem Gehäuse fest. Beim Mainboard mit ATX-Formfaktor sind das üblicherweise 9 Schrauben, beginnt bei der mittleren Schraube und zieht dann einfach immer gegenüberliegende Schrauben fest,
womit ihr verhindert, dass die empfindliche Platine zu viel Spannung bekommt. Auch hier gilt, zieht die Schrauben nicht zu fest, sonst könnt ihr das Mainboard beschädigen. Jetzt können wir schon das Netzteil mit dem Mainboard verbinden. Zuerst koppeln wir das Mainboard mit dem 20 oder 24-poligen ATX-Stecker. Drückt den breiten Stecker in die Buchse, bis der seitliche Haken einrastet. Wegen der Einkerbung lässt sich der Stecker nur in eine Richtung anschließen, man kann also nichts falsch machen. Jetzt kann die CPU, also die Prozessorstromversorgung, vorbereitet werden. Die dafür zuständige Buchse hat 4 oder 8 Pole und befindet sich normalerweise zwischen CPU-Sockel und hinterer Mainboard-Kante. Wenn der Anschluss über 8 Pole verfügt, verwechselt ihn nicht mit einem PCI-Express-Stromkabel für Grafikkarten. Auf dem Stecker oder der Plastikummantelung des Kabels steht aber in der Regel der Verwendungszweck und kennzeichnet so das richtige Kabel. Mechanisch passt aber so oder so nur der richtige Stecker in die richtige Buchse. Nach der Stromversorgung sollten wir jetzt die Datenleitungen des Frontpanels anschließen. Die meisten Gehäuse haben Frontanschlüsse für USB mit 2.0, 3.0 oder 3.1 Standard, Headsets oder teilweise auch HDMI-Anschlüsse. Unser Gehäuse bietet USB und zwei Audioanschlüsse. Die Verbindungskabel hierfür ziehen wir, wie alle anderen Kabel, zuvor auch durch eventuell vorhandene Kabelmanagement-Öffnung des Mainboard-Schlittens und schließen die Stecker an den entsprechenden Anschlüssen an. Schlag zur Orientierung und zum Verwendungszweck unbedingt in der Gehäuse- sowie Mainboard-Anleitung nach. Darunter versteht sich die Kabelleitung von Netz- und Reset-Schalter sowie von den Status-LED für Stromversorgung und Festplatte. Die Anschlüsse verteilen sich auf einige Kabel. Meist müssen die Beschriftungen an den Gehäusekabeln wie hier vom Board wegweisen. Auf der Festplatte des Computers werden sowohl das Betriebssystem, also zum Beispiel Windows, als auch sämtliche Programme installiert und es können Anwendungsdaten wie Bilder, Musik und so weiter gespeichert werden. Die schnellste Zugriffsgeschwindigkeit wird heutzutage natürlich mit SSDs erzielt. Es handelt sich dabei um Speicherchips ohne mechanische Bauteile. SSD-Festplatten werden in 2,5 Zoll angeboten und passen daher nicht ohne weiteres in die vorhandenen Schächte. Ich verwende einen Adapter, um die SSD sicher zu befestigen. Mittlerweile besitzen aber immer mehr Gehäuse spezielle Schächte für den kleineren Formfaktor der SSDs. Dieser Adapter kann dann samt der SSD im Gehäuse festgeschraubt werden. Die Anschlüsse sollten dabei zum Mainboard zeigen. Im nächsten Schritt versorgen wir dann die eingebaute SSD noch mit Strom. Dazu schließen wir eines der SATA-Stromkabel vom Netzteil an die SSD an. Der Stecker sieht so aus und passt auch nur in eine Richtung und kann daher nicht falsch angeschlossen werden. Damit ich nun Platz habe, die weiteren Komponenten einzubauen, lege ich die verbliebenen Kabel so zur Seite, dass sie nicht im Weg sind. Dies kann man auch ganz zum Schluss erledigen, doch dann geht's jetzt erstmal etwas einfacher. Ich schiebe überflüssige Kabelstränge in einen der ungenutzten Laufwerkschächte und verwende Kabelbinder, um alle Stränge ordentlich zu verlegen. Ich schließe die Festplatte am Mainboard mit einem SATA-Kabel an. Weitere SATA-Steckplätze sind auf dem Mainboard verfügbar, so kann man weitere Festplatten für mehr Speicherplatz oder optische Laufwerke wie Blu-ray oder DVD-Laufwerke anschließen. Da ich meine Daten wie Filme oder Musik meistens nur online schaue, also zum Beispiel bei Amazon Prime, verzichte ich auf einen Einbau weiterer Laufwerke.
Man sollte sich überlegen, ob man wirklich ein Laufwerk benötigt, da die meisten Daten ja heutzutage sowieso per USB-Stick oder Cloud übertragen werden. So, im nächsten Schritt setze ich den Arbeitsspeicher auf das Mainboard. Um die richtigen Arbeitsspeichermodule zu finden, hilft hier ein Blick auf die Mainboard-Infos, denn das Modul muss unbedingt zum Mainboard passen. Hier wird der Speichertyp angegeben, zum Beispiel DDR3. Außerdem muss auf die maximale Einzelkapazität geachtet werden, zum Beispiel 8 GB. Und auf die Frequenzen, die das Mainboard unterstützt, zum Beispiel 2133 MHz. Das bedeutet, wir können in diesem Fall DDR3-Module verwenden mit einer Frequenz von maximal 2133 MHz und maximal 8 GB pro Modul. Um die Arbeitsspeichermodule in das Mainboard einzusetzen, öffnet man als erstes die Verriegelung der Steckplätze. Wählt dafür stets farblich identische Steckplätze aus. Um den sogenannten Dual-Channel-Modus zu nutzen, sollte man grundsätzlich lieber zu zwei kleineren Riegeln als zu einem einzelnen großen Modul mit doppelter Speicherkapazität greifen. Einige Mainboards unterstützen auch Quad-Channel-RAM. Hier sollte man den Speicher für maximale Performance nicht paarweise, sondern in Viererpacks bestücken. Das RAM-Modul einfach von oben in die Steckplätze einführen, achtet darauf, dass der Riegel an beiden Seiten in der Führung steckt und dass die Einkerbung an der Kontaktleiste des Moduls über der Nase im Steckplatz liegt. Zuletzt drückt man das Speichermodul mit beiden Händen gleichmäßig nach unten. Wenn der Arbeitsspeicherriegel richtig am Platz sitzt, klappt die Befestigungsnase von selbst in die seitliche Kerbe und der RAM rastet ein. Den zweiten Riegel installieren wir auf die gleiche Weise. Das Herzstück eines Rechners ist der Prozessor, der auf dem Mainboard montiert wird. Verschiedene Prozessoren und Hersteller nutzen dabei verschiedene Anschlusssockel bzw. Sockets. Der Prozessor, in diesem Fall ein AMD FX, muss also den Sockel AMD 3 Plus haben, um auf das Mainboard mit dem Socket AMD 3 Plus zu passen. Der Einbau eines Prozessors ist nicht sehr kompliziert. Zunächst muss bei diesem AMD FX der Sockel entriegelt werden. Das geschieht durch Hochklappen dieses Hebels. Dann kann der Prozessor eingesetzt werden. Achtet dabei darauf, die Pins auf der Unterseite nicht zu berühren. Bei AMD erkennen wir die richtige Ausrichtung an einem Dreieck in der Ecke von dem Sockel und von dem Prozessor. Nur wenn beide Dreiecke übereinander liegen, rutschen die Pins ohne Druck in die Löcher. Wendet ihr auf keinen Fall Gewalt an. Nach erfolgreichem Einsetzen verriegeln wir den Sockel wieder, indem wir den Metallhebel nach unten legen und einrasten lassen. Dafür ist kaum Kraft erforderlich. Dieser Mechanismus klemmt den Prozessor so ein, dass er nicht mehr rausfallen kann. Über den Prozessor laufen alle Rechenprozesse im Computersystem. Er kann während des Betriebs sehr heiß werden. Damit er nicht überhitzt, muss zwingend ein Kühler verbaut werden. Ich werde hier kurz zeigen, wie ich den mitgelieferten Boxkühler einbaue. Für den Einbau eines hochwertigen, leisen CPU-Kühlers empfehle ich euch mein Video zu Einbau und Geräuschmessung eines lautlosen BeQuiet-Lüfters. Dieser Standardkühler hier wird fertig zusammengebaut geliefert. Auch die Wärmeleitpaste ist bereits aufgetragen. Und er wird einfach auf den AMD 3 Plus Sockel aufgesetzt. Der Standardbefestigungsmechanismus besteht im Grunde aus zwei Kunststoffhaltenasen auf dem Mainboard. Über diese Nasen werden die Metallösen des Kühlers gelegt und mit diesem Hebel gespannt. Dann nur noch das 3 oder 4 Pin Lüfterkabel am Mainboard anschließen. Und damit ist der Kühler bereits fertig installiert. Bevor wir mit dem Einbau der Grafikkarte loslegen können, müssen wir die Slotblenden hinter dem PCI Express Steckplatz für die Grafikkarte entfernen. Löst dazu einfach die Schrauben und nehmt das Stück Blech aus dem Gehäuse. Bei einigen Gehäusen werden hier oft auch schraubenlose Halterungen verwendet. Im nächsten Schritt setzen wir die Grafikkarte in den PCI Express Slot. Dabei müsst ihr ein paar Dinge beachten. Zum einen, dass die Kontaktleiste der Grafikkarte auch wirklich in den Steckplatz rutscht. Sorgt zum anderen dafür, dass sich das dünne Slotblech im schmalen Spalt zwischen Gehäuse, Rückwand und Mainboard befindet. Sowie, dass die Plastiknase zur Verriegelung des PCI Express Steckplatzes nicht im Weg ist.
Hebt letztere bei Bedarf einfach mit dem Finger ein Stückchen zur Seite. Drückt nun gleichmäßig von oben auf die Grafikkarte, bis die Verriegelung des Steckplatzes einrastet und das abgewinkelte Ende am Anschlussblech dort aufliegt, wo vorher die Slotblenden festgeschraubt waren. Damit nicht das gesamte Gewicht der Platine auf dem Steckplatz und der Kontaktleiste liegt, müssen wir die Grafikkarte festschrauben. Je nach Bauhöhe der Karte passiert das mit ein oder zwei Schrauben, die in die Schraublöcher der Blechblenden gedreht werden. Es gibt sogar einige Grafikkarten mit sehr üppigen Kühlungen, die bis zu drei Schrauben benötigen. Um mit ausreichend Strom versorgt zu werden, brauchen einige Grafikkarten eine zusätzliche Stromversorgung. Diese besteht aus ein bis zwei, meist sechs, manchmal auch achtpoligen Steckern. Alle Komponenten sind verbaut und verkabelt. Jetzt müssen wir nur noch die Seitenteile schließen und verschrauben. Steckt dazu die Seitenteile leicht angekantet in Richtung Vorderseite auf das Gehäuse und kippt diese an, bis sie plan aufliegen. Im letzten Schritt verschrauben wir die Wände über je zwei oben und unten liegende Schrauben mit dem Gehäuse. Fertig, unser neuer PC ist vollständig zusammengebaut. Sollte der PC nach dem Zusammenbau übrigens nicht sofort starten, ist das kein Grund zur Panik. Meistens ist das Problem harmlos und lässt sich schnell lösen. Man sollte dann Stück für Stück alle Bauteile nochmal durchgehen und alle Anschlüsse prüfen. Ich hoffe, dieses Video über den PC-Zusammenbau der Grundbauteile hat euch geholfen. Natürlich kann man immer noch weitere Komponenten hinzufügen. Produktlinks für die Computerbauteile findet ihr in der Videobeschreibung. Über Kommentare würde ich mich sehr freuen. Lasst bitte ein Like da und schaut auch auf meinem Kanal vorbei. Abonnieren nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.